Hallo. Herzlich willkommen an der Uni Bielefeld. Wir nehmen euch heute mit über den Campus und zeigen euch unsere Lieblingsplätze. Ja, wir sind hier in der großen Halle des Hauptgebäudes der Uni Bielefeld. Hier gibt es total viele Geschäfte, hier gibt es oben Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten. Und jetzt gerade sind wir hier im Westend der Unihalle, genauer genommen am Schwimmbad. Und ich sitze hier total gerne, weil der Ausblick auf das Wasser beruhigt mich, wenn es dann wieder aufgefüllt ist. Und hier kann man arbeiten, essen, Kaffee trinken, sich mit Bekannten treffen. Und ich mag einfach die Atmosphäre in der Halle. Wir sind hier beim Gewächshaus der Uni Bielefeld und ich liebe diesen Ort einfach. Ich gehe gerne mal in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang um die Uni rum und hier finde ich es einfach schön. Es ist die kleine grüne Oase von der Uni Bielefeld und ich finde es auch immer schön, wie sich hier die Jahreszeiten auch immer ein bisschen widerspiegeln und der Blick rein und was passiert da, und es ist ein ganz besonderer Ort, finde ich einfach. Mein Tipp an euch ist, wenn ihr euch mal ein bisschen entspannen müsst zwischen den Vorlesungen oder den Seminaren oder auch mal einen ganz besonderen Lernort braucht und draußen gutes Wetter ist, dann geht mal raus. Das ist definitiv auch ein bisschen ruhiger als in der Halle. Wir befinden uns hier gerade in der Bibliothek im Uni-Hauptgebäude. Es gibt auch noch einen Teil der Bibliothek im X-Gebäude. Und das Tolle hieran ist eben, dass man immer einen ruhigen Ort zum Lernen findet. Also gerade am Ende des Semesters, wenn euch dann irgendwann der Klausurstress, der Prüfungsstress zu überwältigen droht, hier könnt ihr hinkommen, runterkommen, in Ruhe lernen mit euren Freunden und Freundinnen. Also im ersten Semester würde ich sagen, es ist alles sehr viel, lasst erstmal alles auf euch zukommen. Ihr werdet so viele neue Dinge entdecken und versucht alles einfach mitzunehmen. Also immer, wenn ihr die Chance habt, jemand Neues kennenzulernen, etwas Neues zu entdecken, ergreift die auf jeden Fall. Die Uni ist ein riesig großer Ort und eine riesig große Erfahrung und nutzt da wirklich alles, was ihr habt. Wir befinden uns hier gerade, wie man unschwer erkennen kann, im Uni-Hauptgebäude auf der Galerie. Und das Schöne an dem Ort ist halt, dass hier wirklich das Leben in der Uni passiert. Also zwischen den Veranstaltungen komme ich hier gerne her, hole mir meinen Kaffee und entspanne mich oder fange auch vielleicht schon mal an, was zu lesen für die nächste Veranstaltung. Und hier trifft man einfach immer Leute, die man kennt. Wir sind gerade im Hörsaal und der Hörsaal ist mein Lieblingsort, weil es ein Ort ist, an dem man die Möglichkeit hat, auf Studierende zu treffen und in den Austausch zu gehen, Fachliches zu vermitteln, Begeisterung für das Fach zu vermitteln. Das ist unheimlich spannend, dann zu gucken, wie die Studierendenperspektive auf solche Fragen ist und dann voneinander zu lernen. Für den Studienstart würde ich empfehlen, einfach offen zu bleiben. Nicht nur dem Fach gegenüber, sondern auch offen gegenüber den Menschen, denen man hoffentlich dann auch wieder begegnen darf, dass sie Freundschaften schließen, dass sie Kontakte aufnehmen, damit man gemeinsam diesen Weg beginnen kann. Wir sind gerade beim ISR, Internationalen Studierendenrat, wo die Erstis oder erfahrene internationale Studierende oder deutsche Studierende sich treffen können. Wenn zum Beispiel internationale Studierende Probleme haben, die können in unseren Sprechstunden vorbeikommen und als erfahrene Studierende dann können wir ihnen helfen. Beim ISR haben wir interkulturelle, politische, soziale Veranstaltungen. Das ist ISR. Wir sind hier heute auf dem Beachvolleyballfeld der Uni Bielefeld auf der Sportanlage und ich halte mich hier unglaublich gerne auf, gerade in meiner Freizeit. Es ist einfach super, um hier nach einer Vorlesung oder auch nach der Arbeit runterzukommen, sich zu entspannen, mit Freunden zu treffen. Es ist einfach echt ein schöner Ort hier. Auf jeden Fall nutzt die ganzen Möglichkeiten. Vernetzt euch auch gerade mit älteren Studierenden, das ist immer sehr wichtig, die wissen nämlich, wie es läuft. Und nutzt wirklich, das kann ich nur betonen, nutzt alles noch außerhalb hier der Uni. Die Uni bietet so viele Möglichkeiten. Man kann sich in Vereinen engagieren, man kann Sport machen, es gibt den Hochschulsport, es gibt ein Fitnessstudio in der Uni. Nutzt diese ganzen Möglichkeiten, connectet euch untereinander, was hoffentlich jetzt wieder möglich sein wird, und habt auch einfach mal Spaß beim Studium. Ja, wir sind hier am X-Gebäude, das ist das jüngere Gebäude der Uni Bielefeld. Und wir sind hier gerade genau in dem Zwischengang zum Hauptgebäude und hier kann man hervorragend sitzen und kann mal in einer kurzen Pause entspannt einen Kaffee trinken und mal die Alltagssorgen loswerden. Auch hier kann man gut mit Freunden in Kontakt kommen, sich austauschen über die Vorlesung, über den Tag generell. Also es ist einfach eine hervorragende Möglichkeit, um hier in Ruhe draußen zu entspannen.